Hi zusammen, das hier wird jetzt mein Monatsupdate für die beiden Monate September und Oktober. Da ich im September neben der Konichi eigentlich so gut wie nichts gekauft habe, es sind nur zwei Sachen angekommen bei mir, die ich nicht mal bestellt hatte. Das war so eine Ersatzlieferung, aber das erkläre ich gleich noch. Hat es sich einfach nicht gelohnt, für den September ein Monatsupdate, ein eigenes zu machen. Und da im Oktober genauso wenig dazu gekommen ist, minimal mehr, habe ich gedacht, schmeiße ich beide Monate zusammen und zeige die euch so. Die Sachen, die ich auf der Konichi gekauft habe, sind da jetzt nicht dabei. Dafür gibt es ja das gesonderte Ausbeutevideo. Dann fangen wir direkt an. Zuerst haben wir da Crown, Band 1. Und der vierte Band, die gehörten zu dieser Ersatzlieferung, von der ich eben schon gesprochen habe. Und zwar ist es so, ich hatte mir eine vierbändige Reihe gekauft gehabt, sehr günstig auf Facebook. Leider ist das Paket nie bei mir angekommen. Und die Verkäuferin bot mir dann an, dass sie mir ersatzweise wenigstens vier Manga schicken könnte, die sie noch so übrig hat, die sie in der Vergangenheit nicht verkaufen konnte. Und dann habe ich eben zugesagt, weil ich mir dachte, naja, vielleicht ist ja was für mich dabei. Und da waren eben auch diese beiden Bände dabei. Und das ist jetzt eben Band 1 und Band 4. Ich habe Band 1 schon gelesen. Ich muss sagen, man merkt sofort, dass die Story selbst nicht von Yui Guri stammt. Also der Manga stammt von Yui Guri, die hat es gezeichnet, und von Shinji Wada ist die Story. Es ist eine sehr untypische Story, nämlich für sie. Und deswegen wird schnell klar, dass sie da eben nur die Zeichnung beigesteuert hat. Es sind auch wunderschöne Farbseiten drin. Einmal hier und einmal da. Allerdings muss ich leider sagen, dass die Manga in einem sehr dürftigen Zustand sind. Also es sind wirklich Restmanga. Hier sieht man, da hat jemand reingekritzelt, was mir wirklich in der Seele wehtut. Hier ist auch so ein unschöner Knick im Cover. Drinnen waren auch irgendwo mal kleinere Knicke und so. Also, naja, ich habe mir dann auch gedacht, dass ich wahrscheinlich, wenn ich den Manga fortführen wollen würde, dass ich mir dann eventuell die Bände nochmal hole. Gerade der vierte sieht halt schon arg ramponiert aus an manchen Stellen. Und aber ansonsten, die Story ist ganz nett. Ihn hier finde ich besonders cool. Der kann am Anfang kein Japanisch und lernt es dann erst, spricht am Anfang nur Englisch. Und sie spricht eben kein Englisch, und die Verständigung ist sehr witzig. Und das mochte ich ganz gerne. Und wahrscheinlich werde ich es mal irgendwann in Zukunft weiter kaufen. Aber ich weiß halt einfach noch nicht wann. Ich wollte sowieso über kurz oder lang mir die Sachen von Yui Guri so peu à peu zusammensammeln. Aber ich weiß noch nicht, wann ich den weitersammeln wollen werde. Dann kam dazu eben in derselben Lieferung, in dieser Ersatzlieferung, Mein Lover ist ein Monster von Pink Hanamori. Ich glaube, das ist die Zeichnerin von Mermaid Melody, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und was soll ich sagen? Dieser Manga ist sehr seltsam. Also es ist überhaupt nicht mein Fall. Es ist gar nicht mein Genre. Es ist überhaupt nicht meine Art von Zeichenstil, den ich schön finde. Das Mädchen sieht einfach aus wie unterernährt. 90% ihres Kopfes sind von den Augen eingenommen. Ich weiß auch nicht. Ich kann diesem Zeichenstil einfach nichts abgewinnen. Wer es mag, okay. Aber meins ist es nicht. Hinzu kommt, dass diese Bände noch stärker ramponiert sind als die von Crown. Also wenn man sich das hier mal anguckt, da ist ein orangener Fleck. Der zieht sich hier einmal rüber. Also das sieht aus, als hätte da jemand so seinen Filzstift drüber gleiten lassen. Das ist schon brutal.
Ist in diesen zwei Bänden auch abgeschlossen. Gar nicht meins, muss ich einfach sagen. Ich habe es gelesen, weil ich dachte, gut, wenn es jetzt schon da ist, ne, ich lese es mal. Aber es war absolut nicht mein Fall. Steht da mit auch zum Tausch. Ich weiß allerdings, dass die Bände eben nicht so toll aussehen und deswegen würde ich auch beide zusammen für einen Manga vertauschen, weil ja. Dann war ich diesen Monat endlich mal wieder im Comicladen in Ludwigshafen und habe ein paar Sachen gefunden und dadurch, dass ich da echt selten bin, weil ich keine Fahrkarte bis nach Ludwigshafen habe und jedes Mal noch Fahrgeld bezahlen muss, ja, habe ich nach ein paar speziellen Sachen geguckt, wo ich eben hier nichts gefunden habe bei mir in der Stadt und deswegen dort mal Ausschau halten wollte. Und ich bin tatsächlich auch fündig geworden. Aber zuerst zeige ich euch einen Spontankauf und das war dieser Manhwa hier. Der ist von Heejun Park und heißt Martin and John. Ich kannte den Manhwa nicht, bevor ich ihn dort gesehen habe, aber der Klappentext klang furchtbar interessant und sie hatten vier Bände davon da und da das preisreduzierte Manga waren, also Secondhand-Ware, habe ich auch gleich alle mitgenommen. Ja, der vierte hat leider, das habe ich zu spät gesehen, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich dagelassen, einen fetten Knick übers ganze Cover, wie man hier sehen kann. Das ist echt heftig. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe. Ja, also den werde ich mir, falls möglich, nochmal irgendwie besorgen. Ich habe den Manhwa jetzt noch nicht gelesen, aber wie gesagt, der klang total interessant vom Klappentext her. Alles so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen melancholischer und sehr zerbrechlich, die Story. Hat mich total angesprochen, musste ich mir deswegen gleich mitnehmen. Ich habe jetzt 3 € pro Band gezahlt. Das mit dem Knick ist jetzt zwar ärgerlich, aber gut, vielleicht finde ich den ja nochmal günstig, den vierten Band. Ich weiß auch nicht, ob es mit 4 Bänden abgeschlossen ist. Wenn da jemand genaueres weiß, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, den habe ich mir auf jeden Fall dort gekauft. Was ich mir auch dort gekauft habe, und jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar von euch an den Kopf fassen, weil ich diesen Band schon habe, ist das hier. Der war auch nicht Secondhand, den habe ich komplett neu gekauft. Und zwar ist das der erste Band von Dear Brother. Und ein paar, die meine letzten Updates verfolgt haben, werden jetzt genau wissen, warum ich den gekauft habe. Denn ja, dort gab es ihn noch mit der Schokocard. Und da ich meine ja bei meiner Bestellung nicht dazu bekommen habe und die angeblich nachgeschickte Schokocard nie angekommen ist, habe ich ihn mir tatsächlich nur wegen diesem kleinen süßen Plastikkärtchen nochmal gekauft. Ja. Das heißt, auch dieser Manga ist komplett neu und ungelesen und steht deswegen zum Tausch. Ich habe ihn wirklich nur wegen der Karte gekauft. Wenn jemand Interesse an dem Manga an sich hat, kann er sich gerne bei mir melden, weil ich eben den Manga schon besitze. Wie gesagt, der ist nur aufgepackt worden, weil ich die Karte ja haben wollte. Ansonsten ist der komplett neu und ungelesen. Und ja, ihr könnt euch gerne melden, falls ihr Interesse daran habt, also an dem Band. Was allerdings mein absolutes Highlight war von dem Besuch im Comicladen, war das, was ich euch jetzt zeige. Und zwar ist das der 11. Band von Kizuna. Ich hatte das absolut unverschämte Glück. Bei den Secondhand-Manga, sprich für 3 €, habe ich den noch original verpackten 11. Band von Kizuna gefunden. Und den 11. Band von Kizuna findet man im Internet leider nur sehr schwer. Das, was ich dauernd sehe, sind Angebote für 20 oder 30 €, was mir persönlich einfach viel zu heftig ist. Das möchte ich nicht dafür ausgeben und das wollte ich, habe ich auch nicht vorgehabt. Und
Ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen rumstöbern, habe mir auch fest vorgenommen, in den nächsten bei den nächsten Conventions, bei den Bring-and-Buy-Ständen danach zu suchen und so weiter. Und jetzt habe ich ihn dort tatsächlich für nur 3 € gefunden und ich bin so mega happy. Ich bin so, 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 so glücklich. Jetzt habe ich Kizuna auch endlich komplett und kann ihn in einem Rutsch durchlesen. Ich habe es mir die ganze Zeit verkniffen, weil ich nicht auf den letzten Band dann ewig warten wollte. Und ja, da habe ich mich so mega drüber gefreut. Und wie gesagt, der ist noch original verpackt, komplett neu eingeschweißt. Und ich freue mich mega darauf, den Manga endlich zu lesen. Und last but not least habe ich noch eine Sache gekauft. Und zwar den dritten Band von Hyokoi. An dem konnte ich nicht vorbeigehen. Den habe ich mir mitnehmen müssen, weil ich einfach, ja, ich bin verliebt in diese Story. Eigentlich mag ich so Mädchen wie Hiyori gar nicht. Mädchen, die in der Story dauernd anfangen zu weinen und immer nur unsicher sind und einfach überhaupt ihr ganzer Charakter nur aus Zittern und weinerlichem Kuschen besteht, aber Hiyori ist einfach so niedlich und so süß, dass dieses Mädchen einen Beschützerinstinkt in einem weckt. Man möchte sie einfach nur umarmen und beschützen und man möchte ihr auf den Kopf patten und sagen, alles wird wieder gut und sie ist einfach so niedlich und knuffelig und ja, ich liebe sie. Sie ist total süß und ja, inzwischen ist auch schon der vierte Band raus, allerdings bin ich ein bisschen pleite und muss deswegen noch warten, bis ich ihn mir kaufen kann. Schande über mich. Und ja, deswegen erstmal nur der dritte. Und ja, das war's auch tatsächlich schon. Ehrlich gesagt, das sind alle Manga, die bei mir in den letzten 2 Monaten so dazugekommen sind. Wie gesagt, das Konichi-Ausbeute-Video läuft gesondert. Was ich auf der Konichi alles erstanden habe, könnt ihr euch dort angucken. Das Video verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!